abzuschließen und Flagge zu zeigen. Wir sind nur einen Klick entfernt. Haltet euch auf dem Laufenden. Es gibt auch Webseiten, da muss man sich organisieren. Ziviler Ungehorsam muss morgen sein. Wir sind einfach der Meinung, dass man Gutes nur erreichen kann, wenn man Gutes denkt. Wir erreichen nichts, wenn wir fordern, das Schlechte aufhört. Wir erreichen nur dann was, wenn wir das Instrument besitzen, das Schlechte durch das Gute zu ersetzen. Ich möchte gerne mit den Worten eines namenlosen Redners aus Berlin nehmen. Die Segel setzt man nicht mit Worten, man muss die Seile in die Hand nehmen. Also nehmen wir die Seile in die Hand und ziehen ein paar alte Kräfte daran. Es gibt die Alternativen Konzepte. Es gibt die
Leute, die uns voranführen können. Es gibt die, die sich selbst bestimmen. Aber diese Leute sind total uneinig und haben noch keine große Idee für nicht nur uns hier in Deutschland, sondern für die gesamte Welt, für uns anbieten. Und dass wir uns verbünden und dafür sorgen, dass wir endlich eine Struktur aufbauen, in der wir uns all das Großartige, das in all den Jahrhunderten auf uns zugekommen ist, endlich behalten können, ohne dass es kaputt gemacht wird. Die länger andauern werden und die eine Zukunft für unsere Kinder ermöglichen werden. Das sollten wir langsam anpacken. Und deswegen nur noch mal eine kurze Frage. Wer von euch war auf dem Karneval in Köln? Habt ihr die Stimmung damit bekommen? Dann seid ihr völlig laut! Ihr seid wütend! Dann zeigt den Leuten, dass ihr wütend seid. Hier gehen tagtäglich Menschen durch den Bahnhof. Vielleicht kriegen die es dann mit. Ich wurde nicht gefragt, wurdet ihr gefragt? Nein! Findet ihr das eine Sauerei? Ja! Sehr gut, ich für mich auch! Auch wenn eine Demokratie nicht unbedingt mit einer Partei zusammenhängt, aber wenn wir nicht wählen gehen, dann bringt das nichts. Dann kommen wieder die SPD, die CDU und die ganzen anderen großen Parteien an die Macht und es wird sich nichts verändern. Und dann in diesem wunderschönen Glaspalast. Ich habe mich jedes Mal geweigert.